Ja, herzlich willkommen hier vom Trainingsgelände des VfB Stuttgart. Die Sonne scheint, man könnte fast von Frühlingsgefühlen sprechen. So ähnlich fühlt sich auch der VfB. 33 Punkte, Platz 9. Ungeahnte Höhen sind da erklommen worden durch den Sieg beim 1. FC Köln. Aber natürlich spricht hier noch keiner von Europa oder höheren Zielen, weil jeder kennt die jüngere Vergangenheit des Vereins. Da gab es schon öfter Höhenflüge, die dann doch wieder abrupt geendet sind, danach ging fast gar nichts mehr. Vor 2 Jahren stand dann am Ende sogar der Abstieg. Deshalb tun alle Beteiligten gut daran, den Lauf mitzunehmen und alles dafür zu tun, dass er weitergeht, aber jetzt nicht locker zu lassen und auch nicht irgendwie neue Ziele ins Visier zu nehmen. Es geht noch um den Klassenverbleib. Der direkte Abstieg ist vermutlich kein Thema mehr mit den 33 Punkten und dem großen, großen Abstand auf den HSV. Aber der Relegationsplatz ist eben noch nicht allzu weit entfernt, deshalb volle Konzentration auch in dieser Trainingswoche. Dann geht es gegen RB Leipzig und da kann der nächste große Schritt in Richtung Klassenverbleib schon geschafft werden.